Leute, herzlich willkommen in diesem Vlog. Und ja, heute möchte ich mich ein bisschen um dieses Teil hier kümmern. Das muss nämlich noch fertig geschliffen und lackiert werden. Das heißt, ich weiß noch nicht, ob ich es lackiere oder ob ich es beizen werde oder ölen. Ich denke, das werde ich nach dem Schleifen entscheiden, denn dann sehen wir eigentlich erst das wirkliche Endergebnis. Damit hätten wir erstmal fertig geschliffen. Jetzt werde ich das Ganze schön mit einem feuchten Tuch entstauben und dann werden wir uns überlegen, wie wir es farblich gestalten werden. Ne? Ja, Leute, eigentlich wollte ich das Ganze jetzt malen. Ich hatte mich entschieden, das ganze gute Stück zu beizen. Deshalb habe ich hier auch den Schnellschleifgrund, den man ja nach dem Beizen aufträgt, damit man dann Lack auftragen kann. Allerdings habe ich keine Beize mehr. Das heißt, ich hätte noch welche. Das sind aber die falschen Farben. Ich habe einmal weiß und einmal nussbraun. Das wollte ich jetzt hier nicht unbedingt in der Werkstatt hängen. Wobei, weiß müsste ich eigentlich mal ausprobieren, weil ich demnächst ein Möbelstück zu beizen habe. Das soll weiß werden. Aber das werde ich nicht tun. Ich werde das hier lackieren. Ich werde trotzdem den Schnellschleifgrund nutzen, weil er schnell trocknet und ich danach schnell nochmal überschleifen kann. Dann werde ich das Ding klar lacken und dann sehen wir weiter. So, ihr Lieben, bin gerade dabei, den letzten Schleifgang zu machen, denn den Schleifgrund habe ich aufgetragen. Das gute Ding ist jetzt trocken, das trocknet innerhalb von 15 Minuten, zum Glück, deshalb habe ich es ja genommen. Jetzt kriegt er den letzten Schleifgang und ich habe mich entschieden, das Ganze einfach nur klar zu lackieren. Also es kriegt gar keine Farbe. So, mir gefällt das so gut in Natur, wie es ist. Insofern kriegt er nur Klarlack oben drauf und dann kann ich es endlich an die Wand bringen. Die Schublädchen baue ich irgendwann anders. Jetzt will ich erstmal gucken, wenn das Ding an der Wand kommt.
So, jetzt wird das Ganze gelackt. Ich denke, ich werde zweimal lacken. Ich benutze Seidenmatt. Das denke ich, sollte für die Werkstatt ganz okay sein. Also, ja, lacken wir das gute Stück. Aufhängen werde ich es heute leider nicht können, denn ich muss erstmal eine French Gliedleite. Ich muss erstmal eine French Gliedleiste sägen. Das kann ich heute nicht. Heute ist nämlich Sonntag. Also muss ich darauf auf Montag warten. Ich muss auf Montag warten mit der Sägerei. Also, legen wir los mit dem Lacken. Habe ich Sealing gehängt. Soweit ist es fertig. Es fehlen noch die zwei Schubladen. Die werde ich sicherlich irgendwann demnächst machen. Im Augenblick reicht mir das so, wie es ist. Ich habe auf jeden Fall erstmal Platz zur Aufbewahrung für das Ganze. Das heißt, die Schublädchen haben noch ein bisschen Zeit. Das machen wir bei Gelegenheit. Irgendwann wird es darüber wandern, wenn dieses große Regal, was da hängt, weg ist. Denn der Zweck, für den ich es gebaut habe, der existiert da praktisch nicht mehr, sobald die Säge fertig ist. Also insofern, sobald das weg ist, kommt das Teil da irgendwo hin. Tja, es war ein kurzer Vlog dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ja, wir sehen uns beim nächsten Vlog wieder. Haut rein. Tschüss, euer Sascha.